Ja, und Konstanze Abratzky passt für uns ganz genau auf, was sich dort tut bei diesen widerstreitenden Positionen innerhalb der Partei. Konstanze, ist diese Gretchenfrage pro EU, pro Europa oder contra auf dem Weg gelöst zu werden? Und hat das, was da Gregor Gysi vorgelegt hat, vielleicht schon Wirkung gezeigt? Also so richtig Wirkung hat es noch nicht gezeigt, weil der Parteitag hat bisher hauptsächlich gewählt und sich mit Parteitagspräsidialien beschäftigt. Das heißt also, er ist jetzt erst richtig los. Hinter mir spricht gerade Katja Kipping und eröffnet den Parteitag inhaltlich. Stimmt jetzt also die Abgeordneten, Delegierten auf den bevorstehenden Europawahlkampf an. Aber bei mir ist Bernd Rixinger, der andere Parteivorsitzende. Willkommen, Herr Rixinger. Herr Rixinger, ja, sind Sie jetzt wirklich so eine super pro-europäische Partei ganz plötzlich geworden? Wir halten natürlich an der Kritik fest, dass die EU eine falsche Politik macht. Aber wir haben uns entschlossen, stärker unsere eigenen Alternativen in den Vordergrund zu stellen. Wir sagen, wir kämpfen für ein besseres, sozialeres Europa. Wir wollen Europa nicht auseinandertreiben, sondern zusammenführen. Und dazu haben wir gute Konzepte, höhere Mindestlohne. Konzerne wie Amazon und Google sollen endlich ordentlich Steuern bezahlen, damit wir mehr Geld haben für Altenpflege, für Bildung, für Gesundheitswesen, öffentliche Infrastruktur. Und wir wollen abrüsten statt aufrüsten. Und wir wollen vor allen Dingen auch mutigen Klimaschutz haben, weil der Klimaschutz macht nicht an den Grenzen Halt. Sie sagen das alles so sehr optimistisch und mit einer gewissen Werbe, aber noch ist das ja nicht beschlossen. Der Parteitag diskutiert ja noch darüber. Und wer ist denn eigentlich wir? Ist wir denn völlig klar? Denn es gibt ja auch welche, die wollen ein anderes Europa. Die sagen, dieses Europa ist so gar nicht mehr zu reformieren. Ja, alles, was politisch entschieden ist, lässt sich auch ändern. Und die Linke muss natürlich ein Hoffnungsträger sein für Veränderungen. Aber ist das in der Partei denn so klar, dass das auch tatsächlich das eine Veränderungsidee ist an Europa? Ich bin optimistisch. Natürlich, wir wären keine linke Partei, wenn wir nicht auch kontrovers und lebendig diskutieren würden über Europa. Aber wir haben eine hohe Übereinstimmung mit unseren Wählern in unseren konkreten Forderungen. Dort, wo wir sagen, nein, also es darf nicht sein, dass es Arme und Reiche gibt und die Polarisierung immer wächst, dass es hohe Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern gibt oder dass Länder gezwungen werden, Renten zu senken, Löhne zu senken. Wir müssen eine andere Politik machen, mehr investieren in Bildung, Erziehung, Gesundheit. Da haben wir eine hohe Übereinstimmung mit unseren Wählern und Wählerinnen und dann werden wir doch schlecht beraten, das nicht in den Vordergrund zu stellen. Also Sie gehen voll davon aus, dass also dieses Positive, diese etwas rosarote Europabrille dann hier jetzt in Bonn auch siegt. Es geht nicht um eine rosarote Brille. Wir gehören zu den heftigsten Kritikern von Merkel und Macron, die ihn weiter so wollen. Und wir kritisieren auch ganz heftig die Rechten. Die Rechten werden in uns den entschiedensten Gegner haben. Wir sind jemand, die Alternativen zeigen, wie es besser geht, wie wir mehr soziale Politik machen, demokratischere Politik machen, friedlichere Politik machen. Das ist unsere Aufgabe als Linke. Und die Wähler und Wählerinnen haben so eine klare Alternative zwischen dem Weiter-so von Merkel und der Zerstörung der Demokratie durch die Rechten. Und warum schieben Sie dann zwei mehr oder weniger No-Names als Kandidaten nach vorne? Das sind keine No-Names, das sind wirklich gute Leute. Und wir haben uns entschieden, eben gerade bei der Europawahl einen Generationswechsel zu vollziehen. Wir schicken eine Gewerkschafterin, Migrantin, Özlem Demirel, und einen jungen Mann aus dem Osten, den Martin Schirdewang, ins Rennen. Die sind hochkompetent, hoch engagiert und wir sind da sehr glücklich darüber. Bernd Rixinger, vielen Dank. Und dann wollen wir mal sehen, wie der Parteitag die Diskussion dann aufnimmt. Bestimmt. Merci.